Kommen die goldenen 2020er Jahre in Anlehnung an die so vermeintlich goldenen 1920er Jahre, als nach dem Ersten Weltkrieg es zeitweise sehr stark nach oben ging. Gut, in Deutschland hatten wir eine kleine Hyperinflation zwischendurch, aber es gab dann ein paar gute Jahre. Dann allerdings kippte die Geschichte schnell wieder nach unten. Jetzt aber ist die Rede von einem Superzyklus, vor dem vor allem die Rohstoffe stehen, vor dem aber die Wirtschaft insgesamt stehe, nach der Corona-Krise, Folge der Boom. So sagt es am prominentesten JP Morgan. Also positioniert euch, macht euch fit für diese Zeit des großen Booms. Die Roaring Twenties, davon ist auch in deutschen Medien von den goldenen 20er, den röhrenden 20er Jahren die Rede. Ist das wirklich so? Wir wollen uns zumindest ein paar Indikationen anschauen. Was ist der Fall? Was müsste eintreten, damit es wirklich diese goldenen 2020er Jahre gibt? Und wo ist eigentlich die Relation zwischen Rohstoff- und Aktienmärkten? Fangen wir zunächst mal an, das, was JP Morgan hier zeigt. 12 Jahre ging es nach oben bis zur Finanzkrise für die Rohstoffe. Dann ging es 12 Jahre nach unten. Jetzt auch gefolgt natürlich im Rahmen der Corona-Krise, als die Rohstoffe sehr, sehr stark abstürzten. Wir hatten hier China Slowdown, Trade War, also Handelskrieg, all diese Geschichten, die die Rohstoffe belastet haben. Oversupply, Shale Oversupply, also praktisch die Fracker in den USA, die immer mehr Öl gepumpt haben. 12 Jahre Aufschwung bis zur Finanzkrise, 12 Jahre Abschwung, sagte JP Morgan. Jetzt geht es mindestens eine Dekade nach oben, also 12 Jahre jetzt wieder steigende Rohstoffe. Das Argument von JP Morgan ist hier zusammengefasst, oder die Argumente: Die Pandemie wird enden. Wir werden dann ein Wachstum der Wirtschaft bekommen. Der Handelskrieg wird aufhören. Die Manufacturing Recession wird aufhören, also die Rezession der Hersteller. Die Geldpolitik kommt obendrauf. Dann wird der Inflation kommen, das wird den Dollar schwächen. Dazu wird es fiskalische Maßnahmen und Infrastrukturprogramme geben. All das sozusagen als fundamentale Voraussetzung, dass diese Rallye stattfindet, dass wir diesen Superzyklus in Rohstoffen und naja indirekt dann auch in Aktienmärkten haben. So könnte man vermuten. Meint JP Morgan auch die Aktienmärkte, schwer zu sagen. Aber schauen wir uns zunächst mal an. Wir hatten schon seit einiger Zeit hier den Ausbruch aus diesem Abwärtstrend der Commodities beim Bloomberg Commodity Index. Es war wirklich seit der Finanzkrise eigentlich ein konstanter Abwärtstrend mit Zwischenerholungen, aber dann ging es immer wieder auf tiefere Tiefs. Jetzt sind wir möglicherweise aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen. Wenn wir uns diesen Bloomberg Commodity Index mal anschauen, stehen wir jetzt gerade bei 83,25, aber so einen kleinen Knick gibt es. Das heißt, wir hatten zum Beispiel gestern erstmals wieder Rücksetzer, oder es ist jetzt sozusagen, kaum war JP Morgan mit diesem Superzyklus draußen, da ist die Rallye, die vorher stattgefunden hat, auch schon wieder geendet. Also das ist natürlich Zufall, da ist natürlich keinerlei Zusammenhang. Aber schauen wir uns mal an den Zusammenhang oder den Vergleich zwischen dem S&P 500, also den Aktienmärkten, wenn man so will, und dem Commodity Price Index. Wie schaut es also aus? Und wir sehen, da ist eine ziemlich große Lücke zwischen den Aktienmärkten und den Rohstoffen. Dass diese Lücke kleiner wird, das ist etwas, was ich im Sommer schon versucht habe anzudeuten, indem ich solche Charts gezeigt hatte. Die Lücke ist ein bisschen kleiner geworden, beziehungsweise die Rohstoffe sind jetzt auch angesprungen, aber im Vergleich zu den hyperinflationierten Aktienmärkten ist das noch relativ bescheiden, möchte man meinen. Also, okay, von der Seite her ist wahrscheinlich die Lücke sehr, sehr groß zwischen Aktienmärkten und Rohstoffen. Das dürfte sich ein bisschen schließen. Aber die Rohstoffe, und das ist sehr, sehr entscheidend, sind völlig abhängig und in Relation zum US-Dollar. Hier sehen wir mal den in Blau den invertierten Dollarindex. Wenn der also fällt, wenn der Dollar schwächer wird, dann ist das sehr, sehr positiv für Rohstoffe. Klar, Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. All das ist natürlich eine schon logische Konstellation, aber es läuft relativ parallel, muss man sagen. Es läuft zum Beispiel auch interessanterweise extrem parallel der chinesische Aktienmarkt und der Kupferpreis. Wenn Sie das mal vergleichen wollen, ist wirklich spannend. Aber jetzt plötzlich, da wird kaum der Superzyklus ausgerufen von JP Morgan, vor allem in Öl, da ist man besonders optimistisch. Jetzt plötzlich hat S&P 500 die Ölfirmen, die großen Ölfirmen wie ExxonMobil,
abgestuft, weil man sagt, ja, die Earnings, die Gewinnsituation, die fundamentale Situation der Unternehmen ist nicht so fürchterlich gut. Und Climate Risk, also sozusagen die Risiken, die mit dem Klima verbunden sind, mit Regulierung deswegen verbunden sind, mit diesem Trend zur grünen Energie etc. etc. Also JP Morgan stuft den Ölsektor extrem bullisch ein, S&P 500, die Ratingagentur, stuft jetzt erstmal ab. Interessante Geschichte. Wir sehen jetzt auch, dass der Ölpreis weiter nach unten geht, denn die OPEC und die Internationale Energieagentur, die sind ein bisschen skeptischer. Die sagen, naja, also hier die Bäume, die wachsen nicht in den Himmel, vor allem was die Nachfrage betrifft. Das Angebot ist ja nach wie vor hoch, musste gedrosselt werden an Öl durch die Ölhersteller. Und jetzt, wenn wir uns mal gestern zum Beispiel die Performance anschauen, dann ist Energie mit Abstand der schlechteste Sektor gewesen. Okay, wir hatten natürlich eine starke Rallye in Energiewerten gesehen, das war eigentlich hier der Treiber, aber so ein bisschen ist die Party vielleicht im kurzen Zeitfenster eben schon ausgespielt. Insgesamt sehen wir, dass der mit Abstand größte Autobauer Tesla, der auch mit Abstand die meisten Autos verkauft in der Welt, dass der eine Marktkapitalisierung hat wie der gesamte Ölsektor im S&P 500. Das ist natürlich gerechtfertigt, das wissen wir alle. Und jetzt kommt Joe Biden und sagt, okay, wir müssen, und das ist jetzt natürlich für die Rohstoffe ein sehr, sehr zentraler Punkt, wir müssen ein Infrastrukturprogramm machen. Trump hat es ja nicht hingekriegt. Da war zwar immer wieder die Rede von einem Infrastrukturprogramm, aber dann ist nichts mehr passiert. Jetzt sagt der Joe Biden, pass auf, wenn wir nicht jetzt in unsere Infrastruktur investieren, dann China will eat our lunch. Also dann wird China sozusagen unser Essen verfrühstücken, könnte man sagen. Also jetzt der Versuch der Biden-Administration, dieses Thema Infrastruktur anzugehen, in den USA wirklich wichtig. Das ist teilweise in sehr, sehr katastrophalem Zustand, nicht würdig eigentlich einer Supermacht, aber was wird jetzt passieren dann mit der Inflation? Also, wenn zum Beispiel jetzt ein großes Infrastrukturprogramm käme durch Joe Biden, dann wäre das eine sehr zentrale und wichtige Voraussetzung wirklich für diesen Superzyklus. Denn dann bräuchte man Rohstoffe, dann bräuchte man Kupfer, Aluminium, diese ganzen Geschichten. Und das wäre dann auch wiederum eine Voraussetzung für einen deutlichen Anstieg der Inflation. Die Rohstoffpreise würden steigen, das würde die Inflation mit befeuern. Und wir werden per se schon mal einen starken Anstieg jetzt im Frühling sehen der Inflationsdaten, weil vor allem Rohstoffe eben dann im Rahmen der ersten Welle der Corona-Krise massiv abgestürzt sind. Das heißt, da sind dann auch die Preisentwicklungen abgestürzt, die Kerninflation und die Inflation ist massiv nach unten gegangen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann im Frühling mit dem Vorjahr, dann wird schon allein aufgrund des Vergleichs die Inflation deutlich steigen. Das wiederum wird einen gedanklichen Prozess auslösen, so sagt man hier beim Economist. Also macht euch darauf gefasst, dass die Leute dann plötzlich dieses Thema Inflation immer stärker im Fokus haben und dementsprechend auch agieren, reagieren. Inflationserwartung ist ja ein Handlungsmotivator schon in der Gegenwart. Wenn ich Deflation erwarte, dann gehe ich davon aus, dass die Preise fallen. Also warte ich mit Käufen. Wenn ich erwarte, dass die Preise ansteigen, dann kaufe ich besser jetzt, bevor es dann teurer wird. Das hat also realwirtschaftliche Auswirkungen, die da dann der Fall sind. Die Fed sagt hier im Gestalt des San Francisco Fed-Chefs Harker, ja, ein bisschen Sprung in die Inflation kriegen wir vielleicht, wenn jetzt die Corona-Krise mehr oder weniger vorbei ist. Aber nicht viel, das wird dann mal kurz aufpoppen und dann wieder vorbeigehen. Also ein kurzer Rush und dann vorbei. Das ist auch eben die Grundfrage. Viele sagen, ja, da werden wir einen Boom haben, weil die Leute ewig lang nicht mehr in Restaurants waren und so. Und dann werden es praktisch 5-mal am Tag ins Restaurant gehen. Ne? Also ich gehe dann mindestens 10-mal. Das haben wir schon vorgenommen. Oder wird das sozusagen gleich verpuffen? Wird das mal ein bisschen einen Nachholeffekt geben und dann Business as usual, die menschliche Geschichte, und deutet darauf hin, dass das eher das zweite der Fall sein wird, also dass so kurze Nachholeffekte sind, aber dann die Leute nicht überproportional oft in Urlaub fliegen oder fahren oder eben auch ins Restaurant gehen. Jetzt ist die Frage, dann die zweite entscheidende Frage, was macht diese ganze Corona-Geschichte? Wir sehen eigentlich in allen Erdteilen, sowohl in die Amerikas als auch in die Europa, in Südostasien und so weiter, Afrika, überall sehen wir, dass die Zahlen nach unten gehen. Jetzt ist die Frage,
Bleibt das so oder ist das nur ein kurzes Abtauchen? Fauci und andere haben gesagt, ja, es kann sein, dass wir jetzt ein paar Wochen sinkende Zahlen haben, aber dann plötzlich durch diese Mutationen eben wieder deutlich steigende Zahlen. Heute Nacht hat Biden übrigens Donald scharf attackiert, gesagt, ja, dieses ganze Vaccination Program, das war in viel schlechterem Zustand, als wir gedacht haben. Da hat Trump keinen guten Job gemacht, gell? Jetzt konnte er auf Twitter gar nicht mehr zurückschlagen, weil Twitter hat ihn jetzt verbannt. Dauerhaft, also hier eine kleine Grätsche mal gegenüber Donald und dann eben auch die Situation in Europa nicht mehr ganz so euphorisch wie noch zuletzt. Man hat ja monatelang immer von dieser V-Erholung gesprochen. Jetzt sagen Ökonomen, die befragt wurden von Reuters, nichts mehr V-Erholung, das gibt eine Double-Dip-Recession. Und das heißt faktisch, dass sich wahrscheinlich dieser Erholungsprozess der Wirtschaft und damit auch die Nachfragesituation, und das ist dann auch für die Rohstoffe wichtig, dass sich das alles deutlich verzögern wird. Die Frage ist eben, werden wir wirklich diese ganze Geschichte bald hinter uns lassen? In UK gibt es Berichte, dass diese Social Distancing Vorgaben trotz Vaccination, trotz Impfungen etc. bis mindestens Herbst bleiben werden. Werden wir uns also bald wieder die Hände schütteln oder wird das nie mehr so richtig der Fall sein? Das sind eben entscheidende Fragen auch für Nachfragesituationen. Und wenn wir jetzt nochmal zum aktuellen Marktgeschehen kommen, hier sehen wir den S&P 500 in diesem Aufwärtstrend. Wir sehen jetzt so, naja, eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Montag ist der Feiertag in den USA, kein Handel, Presidential Day. Präsidententag also, und dann haben wir OPEC's Expiry Week, das heißt die Verfallswoche für Optionen, und Optionen werden immer wichtiger. Das ist ein immer größeres Thema. Hier sehen wir den VIX, die Wohler-Erwartung, interessante Konstellation. Bricht er wieder nach oben aus oder eben nicht? In OPEC's Wochen, Verfallswochen, kleinen Verfallswochen, die sind nicht selten bullish. Warum auch immer, weil es möglich ist. Wir haben gestern die sogenannten Potstocks wieder schwer unter Druck gesehen. Die haben richtig auf die Mütze bekommen. Tilray, glaube ich, 50% im Minus. Also dieser Hype war schnell auch wieder schmerzhaft gewesen. Und wir sehen immense Volumina OTC im Nasdaq, also Over-the-Counter, Penny-Stocks etc. Das ist echt der Hammer, was da spekuliert wird in den USA. Das sind schon die Roaring Twenties, so Party bis zum Exzess, nur hat man das jetzt an die Börse verlegt, könnte man sagen. Und hier zum Beispiel ein Tweet, den ich interessant fand. Hier sehen wir zunächst mal unten, Penny Stock Volume schießt durch die Decke. Dieses OTC Volume hat sich, glaube ich, verachtfacht jetzt in 2021 im Vergleich zu einem Jahr, also im Wahnsinn. Wir sehen, dass das Options-Volume natürlich gestiegen ist, allerdings das Spider-Volume, also das Volumen beim maßgeblichen S&P 500 ETF SPY ist runtergegangen. Und hier zum Beispiel einer, der sagt, ja, gestern hatte ich ein paar Leute bei mir im Haus, so 20 Jahre alt, vielleicht ein bisschen drüber. All they asked about was SPACs, also diese Börsenmäntel, die jetzt massiv auch hier kreiert wurden, an die Märkte gehen, dann sofort nach oben schießen und Krypto. Und die sagen, wir machen im Daytrading jeden Tag Geld und jetzt planen wir sozusagen uns nur noch um das Daytrading zu kümmern, nicht mehr zu arbeiten. Das bringt, glaube ich, die ganze Geschichte auf den Punkt. Das sind eben die goldenen 2020er Jahre. Die fangen an mit einer Manie, mit einer Euphorie, mit einem Exzess, und sowas geht immer gut, meine Damen und Herren. Also man muss ja schon die Frage stellen, warum ist man noch nicht auf die Idee gekommen, dass praktisch 100% der Menschheit als Daytrader agieren, ja? Also das habe ich noch nicht verstanden, dann hätten wir keine sozialen Probleme mehr, weil es gibt an den Börsen ja nur Gewinner, das wissen wir. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute Abend kein Marktgeflüster, am Montag haben wir den US-Feiertag, aber ich werde wahrscheinlich meine müden Knochen dennoch am Montag vor die Kamera schleppen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Jetzt erstmal ein wunderschönes, schönes Wochenende und gucken Sie rein bei die Finanzmarktwelt.de. Bis dann, Servus und Ciao.